Berlin, du bist so wunderbar, Berlin, du bist so wunderbar. Und damit willkommen zurück zu Mario Kart Tour im Berlin Tour. Nun, wo wir stehen geblieben sind, war Luigi Flipper. Und wir spielen direkt hier Peach Kimono. Den werden wir natürlich auch dafür spielen, um solche Leiste aufzufüllen. Was soll ich sagen? Weil Splatfest ist wieder mal vorbei. Und wer gewonnen hat, ist nämlich Superpilz. Man weiß ja nicht, was ich mir solche denken sollen. Mach bitte keinen Fehler, bitte. Was ich mir darauf denken könnte, hier Splatoon 2 wird sie mir irgendwie verarschen. Ich glaube, Splatoon 2 wird es bei mir echt verarschen. Weil ich dachte so, es wären ganz viele Sterne. Also Superstern. Also ich war auch bei einem Superstern, aber nö. Falsch gedacht. Superpilz war am meisten. Und ich bin sowas von enttäuscht von Splatoon 2. Und außerdem, wieso müsste Perla mehr haben anstatt das? Weil eigentlich war einige Leute hier auf Marina zuständig hier. Und dann auf einmal hat Perla schon wieder gewonnen. Ich würde mir sagen, dass Perla viel mehr Punkte hat, also bei jedem Splatfest viel mehr Punkte als Marina, weil Marina hat ja wenig gewonnen. Ich finde das echt enttäuschend. Das macht mich auch traurig, weil Marina ist ja auch eins meiner Lieblingscharakter aus Splatoon 2. Aber dann, ja, was soll ich sagen? Perla hat wieder gewonnen. Größte Enttäuschung. Und das ist meine Meinungsfreiheit. Sehr gut. Den Schildkrötenpanzer, also Cooper Shell, müssen wir aufheben. Alt, wo fährst du hin? Nein! Warum? Was soll das jetzt? Das ist genauso. Ey, das ist. Warum passiert das immer vom Ziel? Warum muss das eigentlich vom Ziel sein? Dankeschön, Hollywood. Dankeschön für nichts. Mensch, ein Scanner nochmal. Das ärgert mich echt. Das ärgert mich. Warum spielt ihr eigentlich Mario Kart? Um mich zu trollen? Das ist die Sache. Warum spielt ihr Mario Kart? Weil ihr mich trollt. Ihr trollt mich immer im Mario Kart. Also wirklich, das ist wirklich der reinste Troll-Paradies. Sieht so aus, als wären hier mehrere Mal Baby Rosalina hier im Rennen. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen oder was? Och Mann, ey. Deswegen hasse ich solche Leute, die mich immer trollen.
Ihr übertreibt wieder. Entschuldigung, das ist meine Meinungsfreiheit. Ohne Wenn und Aber. Ich hasse euch. Ich hasse solche dummen Menschen, ey. Das ist mir viel zu dumm. Guck dir das mal an. Ich muss wieder neu starten. Dankeschön wegen euch. Dankeschön. Ihr trollt mich. Ihr trollt mich. Unmöglich sowas. Wehe du, du setzt irgendwas ein, dann bin ich echt sauer. Jetzt reicht's mir langsam. Jetzt reicht's mir langsam. Der hier, der Metal Mario Typ, er hat genau hin direkt vorgefahren und ich war hinter ihm und wollte gerade dann was machen und dann plötzlich, ja, leck mich am Arsch, hier, nimm den Banane und sei lieber Zweiter anstatt Erster. Nee, ich möchte nicht Zweiter werden. So, was hast du jetzt davon? Was willst du? Lass mich in Ruhe. So, das hast du jetzt davon. Das hast du jetzt davon. Das hast du jetzt davon. Metal Mario. Ich bin der Erste und nicht du. Wieso 4 Sterne bei dieser Strecke? Schlimm sowas. Sowas schlimm. Zeitfahren kommt nämlich jetzt. Ludwig Cooper. Also Ludwig von Cooper. Oh Mann, in den Gräsern zu fahren, das ist sehr schwer. Wow! Wow! Nein! Oh, ey! Ich dachte, das wäre eine unsichtbare Wand, aber nee. Völlig verarscht. Wahrscheinlich kriege ich nur 2 Sterne. Weil ich ja die Zeit vermasselt habe. Ha ha ha!
So. Jetzt nicht nochmal runterfallen hier. Sonst vermasseln wir die Zeit. Nee, das war 3 Sterne. Los, gut. Welche Zeit braucht man? 2 Minuten. Das geht ja noch. Nun, vorletzter Cup. Cooper Cup. Blast of Berlin 2R. Baby Rosalina darf man nicht fehlen. Ja, in den letzten Parts war es sowas von enttäuschend, dass ich Luigi nicht bekommen habe. Ich sag nichts. Ich sag nichts dafür. Wenn die Leute weiter so machen. Online ist es noch schlimmer. Also mehr Spielermodus online. Da ist es besonders richtig schlimm. Mit dem übertriebenen Leute. Warum? Warum? Oh nee, wehe. Wehe, du setzt den Panzer ein. Jawohl! 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 Das hast du jetzt davon! Das hast du jetzt davon! Snelly, das hast du jetzt davon! Und so knapp! Das war sowas von knapp! Das war... sowas von knapp. Den Boomerang, Bruder. Jetzt bekommt ihr meinen Party-Modus zu spüren. Mal aufpassen, dass man nicht von Felsen treffen lassen. Sonst macht's Aua. Oh, Boomerang! Hahaha! Hey, wo kommst du denn her? Hahaha! Upsala!
Wir müssen jetzt aufpassen, dass da nicht noch so ein roter Panzer kommt. Und an Ziel. Oh, 19.210. Das ist ja richtig viel. Und wieder mal Genk. Cooperstrand kommt jetzt. Oh. Ich hatte ja gehofft, dass die Rosalina doch noch kommt. Aber beim Endergebnis wird es bestimmt nie kommen. Nur Baby Rosalina bestimmt. Autsch, verdammt! Leider Dritter. Leider nur Dritter. Aber dafür 5 Sterne. 15 grüne Medaillen. Oh, das ist ja krass. Nun, jetzt Itembox Bruch mit Luigi, also der normale Luigi. Okay, mit Turbofels ist auch dabei. Oh, das war knapp. Oberfeld. War durch und. Jawoll. Jawoll. Super gemacht, Luigi. Nun, jetzt wieder das Geschenk. So, jetzt der letzte Cup, Wendy Cup. Chip Chip bucht er. Und wir benutzen noch den neuen Taxigleiter.
los. Die Münze darf man ja auch nicht fehlen. Das war knapp wegen dem Muschel. Und Herzen. Genau auf dem Herzen drauf gelandet. Wunderbar! Nein! Verdammt nochmal. Das war knapp, dass man nicht trifft. Oh, Mann! Oh, in den dunklen Sand ist es auch langsam zu laufen. Überfahren. Verdammt! Na toll, 7. Platz. Fünfter Platz, was? Ich dachte, ich bin 6., aber ich bin doch 5. What? Okay. Fünf Sterne. Nehme ich. Wieder mal. Geschenk. Marios Piste 3. Waka! Der spezielle Toad. Oh, und einer hat ja Lakitu mit Scala, aber ich habe ja auch. Uiuiui. Hier geht's noch was zur Sache. Aber ich bin mal gespannt, was in der goldenen Röhre drin ist. Also die spezielle Ehrengoldene Röhre. Wahrscheinlich bestimmt Fahrzeug, aber auch vielleicht ein Charakter. Bei letzten, also in der Neujahr-Tour, haben wir Metal Mario durch eine goldene Röhre bekommen. Kann ja meistens auch ein anderer Charakter sein. Werden wir vielleicht mal rausfinden. Oder ein Fahrzeug. Okay, das war knapp. Das war jetzt knapp. Das war jetzt knapp. Und erster, du sagst es, 10.059 Punkte. Fünf Sterne. Geschenk. Jetzt noch Pflaster von Berlin 2R und X. Baby Rosalina wieder mal. So, jetzt bin ich mal gespannt.
So, und los. What? Sind wir jetzt auf der Brücke? Okay. Das ist was Neues. Oh, das war knapp. Die Pauline hätte ja schon seinen Panzer bereit machen sollen. Sehr gut. Oh nein, Steinblöcke. Es wird jetzt gefährlich. Mit den Steinblöcken ist es das Gefährlichste. Sehr gut. Hast du gut gemacht. Wow. Wow, wo kommst du her? Sehr gut. Sehr gut, Baby Rosalina. Oh, das war knapp. Na, komm nichts, einfach. Und erster. Du hast es geschafft. 14.291 Punkte. Hast du fein gemacht. Das war sowas von knapp. Sowas von knapp. Sehr gut. Okay, jetzt kommt der letzte. Riesenrückwärtsrennen. Und warum? Hä? Warum fahren die alle mit einem Bratwurstauto? Okay, wir sollen den Sieg holen. Ja, die haben alle Bratwurstauto. Okay, dritter. Der rote Yoshi und der Koopa ist vorne. Ich werde einen Itembox nehmen. Baby, nein! Sag mal! Das kann doch nicht sein! Och nö! Ernsthaft jetzt, roter Yoshi! Ernsthaft jetzt! Jetzt habe ich denn keine Sterne bekommen. Na super, aber auf jeden Fall ist es wieder schon der Endergebnis. So, jetzt gucken wir jetzt mal hier, was für Charakter wir gefahren haben. Rosa Gold Peach. König Buhu. Eis Mario. Pauline. Feuerbruder. Hammerbruder. Donkey Kong und... Baby Rosalina. Sehr schön. Okay. Goldene Röhre. Okay. 3, 2, 1, Abschuss. Okay, ein giftiger Apfelcabrio, aber dafür haben wir Stufenaufstieg. Sehr schade.
Aber ich werde beim Riesenrückwärtsrennen mal offline spielen. Na gut, dann hoffentlich hat euch das gefallen und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut! Leider ist Mario Karts Tour wieder vorbei. Wenn ihr nicht verpassen würdet, abonniert meinen Kanal und macht euch die Glocke bereit. Dort seht ihr meinen Livestream und meine neuesten Videos. Und ich verabschiede mich wieder von meinem Video. Möge die Macht mit euch sein. Macht's gut und ciao, ciao.